Hallo und ups, warum hängt das alles hier? Herzlich willkommen zur Karotte. Wo ist die Karotte hin? Ich hab sie wieder gefangen. Wieso leckt's denn jetzt? Die großen Bäume sind doch nicht in der Nähe. Jetzt ist große, bin ich zu nah an dem großen Biom wieder dran? Gute Frage. Wir sind zurück zu Life in the Woods mit mir, Onkel Bogi. Und ihr wisst ja, hier ist das Farmhaus. Und wir waren dabei, okay, ist nicht schlimm, ist nicht so tief. Wir sind dabei, die Tinkermod zu nutzen und uns eine Tinkerschmiede zu bauen. Dafür brauchen wir natürlich den Ziegel. Und dann habe ich mir natürlich jetzt mal die Zutaten geholt, weil wir brauchen Lehm, wir brauchen Gravel, also Kies, und wir brauchen Sand. Gut, dass wir nicht alles an Sand verarbeitet haben oder sowas. Der ist nicht vom Garten. Der ist von mir hier. Ich habe mir den auch gekauft. So. Eben erstmal die Karotte zugehauen. Ich wollte gucken wegen Sand. Okay, wir haben Sand. Wir haben Kies. Sollten wir gerade schauen. Sand, Kies. Das gibt es doch, oder? Genau. Das ist Mörtel. So, wir brauchen den Mörtel. Wir haben jetzt zwei Stacks Mörtel. Mörtel. Wiesenfuchsschwanz. Der Riesenfuchs. Riesenfuchsschwanz oder Wiesenfuchsschwanz? Ich sage, dass es Riesenfuchsschwanz ist. So, wir sollten gleich schlafen. Und dann müssen wir gleich mal schauen, was wir noch brauchen. Haben wir sonst noch was wegzupacken? Wir schlafen oben, wie sie es für einen Helden gehört. Wir packen erstmal zwei Stacks Ton in unsere Workbench da rein. Die ist ja umgezogen hier, habt ihr ja letztens gesehen. Packen wir mal hier rein, komm. Ba-bam. Da-dam. Da-da-da-da. Okay. Kommt die 2-1, genau, das ist wieder so ein Typ. Wenn das jetzt innen drin, ba-bam, irgendwie jetzt voll sprungartig anspringen, ansteigen lassen, da hätte ich mich echt gewundert. Also wir haben jetzt Mörtel. So, wir müssen doch mal in das Buch reinschauen. Ich habe ein Bett in der Hand, brauche ich dann. Das sah aus eben wie so Nebel hier im Bad. Sieht unheimlich aus, oder? Oh, der Geist, wir haben ihn gefunden. EMF-Gerät und Ghostbox. Phantasmophobia, muss ich direkt nochmal dran erinnern oder sowas, ja? Für diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, zieht euch mal in eine Phasmophobia-Folgen rein. Die sind super. Die sind wirklich gut. Und vor allem mit einer sehr coolen Community, wie wir das so spielen. Da sind auch viele von den Leuten aus dem Stream mit dabei und. Ist auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam. So, ich wollte hingehen. Wir brauchen, pass auf, wir brauchen keine Carpenter-Teile jetzt gerade. Mach's mal so. So, zack, und die Carpenter, der ist nebendran. Jo. Könnten eigentlich auch den Ton wegpacken. Lass mal einen 64er Stack, lasse ich mal da. Die Laternen, die fehlen vom Badezimmer oben, sind sie, glaube ich. So, jetzt müssen wir nochmal ins Buch reinschauen. Was brauchen wir denn für die Ziegel? Wir lesen, was hier steht, erstmal. Welcome to the first edition of Medievals and You. Surviving the first day and beyond without this pack. Was? Within these pages you will find the first steps to making tools and materials you need to survive. This book is magic copy. It updates wherever the original has been modified. Check back originally for information at the thing. The first step is making tools is crafting a blank pattern. Also, wir müssen als erstes ein blankes Pattern machen. It is a blank slate to stamp a shape into. Also, es ist eine blanke Platte, wo wir innen drin was reinschneiden, damit wir einen Stempel reindrücken können. Providing a preference for future creations. Also, für spätere Herstellungen. The patterns are shown on the stencil table or used on. Erst Tabletops. Wir können die als Rahmen machen, aber wir brauchen den Stencil Table. Müssen wir gleich mal bauen. So. You can then shape a material in a part builder with a pattern. Then combine parts. Okay, together these make the tool workshop. Okay. Also, wir brauchen erstmal die Pattern. Wir brauchen den Stencil Table. Zwei. Okay, das bauen wir uns. Wir brauchen Holz. Krass, dass wir hier in unserer Welt hier. Ich muss bald mal Ich glaube, ich muss bald mal meine Diamantrüstung ausziehen. Weil, wenn die kaputt ist, wird die unnutzbar oder die zerfetzt, gell, wenn die gar nicht mehr ist. Man sprach auf Dänisch, wieso auf Dänisch? Damit ich es. Englisch verstehe ich doch.
Challenge mit Ädern. So, wir brauchen Holz. Zack. Okay, wir brauchen. Okay, jetzt haben wir eine leere Schablone. Schablonenarbeit. Yeah! Feuerwerk! Aber warum gehen die oben nicht auf, die Raketen? Okay, was sagt das Buch noch als nächstes? Wir bauen jetzt diesen Stencil Table. Der wird aus einem Block und den kann man ja auch so im Inventar machen. Ja, cool. Okay, Schablonentisch. Da haben wir ihn doch. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Part Crafter. Ah, okay. Ah, aus dem ganzen Stamm. Wir brauchen eine Pattern Chest auf jeden Fall noch, genau. So, passt mal auf. Wir brauchen also eine Truhe. Genau, so baut man eine Truhe. Sieht aus wie eine Armbrust. Eine Truhe. Die Truhe ist dann die Pattern Chest. Genau, Schablonenkiste. Wir brauchen, da war eben noch ein Gegenstand gewesen. Den da. Einen ganzen Stamm und den haben wir natürlich wieder nicht. Oh. Komm, nehmen wir halt Akazie. Was soll's? Oh, wow. Tinkers Waffen. Das Sheriff, was? Sheriff Baunana. Sheriff Baunana. Oh, nein, ich wollte gar nicht die Tür aufmachen. Hey, hey, ich will eigentlich hier rein und will craften. Ich will einen Baumstamm. Und ich will einen Pattern. Genau. Cool. Leute, das wird geil. So, was brauchen wir noch? Okay, die Toolstation brauchen wir auch noch. Und die Toolforge, boah, das sind Eisenblöcke. Brauchen wir die Toolforge jetzt schon? Wofür ist das denn? Drying Rack, das ist ein, zum Trocknen, aber wofür brauchen wir das? Sometimes in the travel you will happen upon the bush known as the Oakberry. They grow underground in dark areas and required close to complete darkness to provide anything. Berries can be melted down into nuggets and ingots. Making them image of source of metals. Okay. Das sind diese Oreberries. Ah, die habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Slime Channels are useful for moving items or entity around. Okay. Slime Channels. Are useful for moving items or entity around. They are used as sort of easily placeable water and can be paired with Bounce Pads for best effect. Das ist zum Springen, um Gegenstände drauf unter Wasser zu transportieren. Keine Ahnung. Gut, wir müssen Crudes müssen wir auf jeden Fall machen. Die haben wir gemacht. Da müssen wir die brennen. Okay, das können wir ja schon mal machen. Pass auf, wir brennen die jetzt schon mal zu Ziegeln. Die brauchen wir auf jeden Fall, um die ganzen schwarzen Mauern zu machen. Selbst wenn wir die schwarzen Mauern auch mal nehmen wollen, um irgendwas Cooles zu bauen, dann haben wir die Utensilien. Vor allem ist jetzt hier im Ofen auch das Zeug fertig. Da war gar nichts drin. Okay, gut. Zack, machen wir den Mörtel. Beziehungsweise. Habe ich gerade gesehen, dass es wegkommt. So, ich habe gerade gesehen, wir brauchen aber noch irgendwas. Wir haben einen Gegenstand vergessen. Den haben wir auch gebaut. Den haben wir noch nicht. Aus der Workbench. Das Ding, die Toolforge, weiß ich halt nicht. Eine Workbench noch. Komm, wir haben so viele Workbenches, wir können aber einfach mal eine abbauen. Ach, ganz ehrlich. Was soll denn der Geiz? Die Werkzeugstation. Okay. Jetzt würde ich ganz gerne mal in das zweite Buch reinlesen. So, Sinkers Weapons. Hier, das wird jetzt richtig geil. Also erstmal, was es hier halt gibt, ja. Es gibt Wurfwaffen, Wurfmesser, es gibt Ninja-Sterne, es gibt Wurfspeere. Es gibt Kurzbögen, Langbögen. Es gibt Armbrust, verschiedene Projektile, gut klar, Bolzen und Pfeile. Okay, mehr steht erstmal nicht drin. Okay, das ist erstmal ein Buch darüber. Aber es stand jetzt auch hier drin, dass wir das Buch verbessern können. Wir können aus diesem Buch, wir müssen es uns mal merken, wie man das Buch herstellt. Weil wenn wir das Buch aufwerten, dann haben wir kein Buch mehr. So, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben.
So, mein kleiner schöner Notizblock hier. Wir brauchen Paper, String und zweimal Schablone. Und da haben wir das Buch wieder auf der ersten Stufe. Oder was gibt denn das für ein Buch? If you ever find yourself without this book, a new one is simply to make. Other books can be made from this one as well. Also man kann auch andere Bücher draus machen. Weil Materials and You, das haben wir. Das ist, genau, pass mal auf. Man braucht nämlich erstmal das andere oben, ein Rezept vorne dran, gibt dieses Buch. Und mit dem Papier, also Paper, plus das Viereck, gibt das Mud and You. Das ist das Buch, was wir schon haben. So, Materials and You V2 ist nur das Buch. Man kann das anscheinend aufwerten. Aber wir müssen es an der Station aufwerten. Und dann kriegen wir das zweite Buch davon, das V2. Aber dann steht innen drin, glaube ich, wie die Mighty Smelting. Das brauchen wir. Wir müssen das rote dann wieder aufwerten. The following armor modifier seem to be... Okay, also wir müssen hingehen, müssen das Ganze aufwerten. Also jetzt kannst du schon mal von vornherein machen können. Ich bin der Meinung, dass wir 5x5 für die Schmiede brauchen. So, die Schmiede, wir können die meinetwegen ruhig hier gegen diese Wand... Ja, wobei ist halt die Frage, was meint ihr denn? Sollten wir eher hier hingehen, innen noch eine Mauer ziehen? Wir haben hier den Stein. Die Schmiede. Ich würde die ja sogar gerne aus dem schwarzen Ziegel bauen. Die Schmiede. Weil der sieht halt cool aus und das wird halt zur Schmiede passen, oder? Weil wir haben halt den grauen Stein. Den grauen Star und könnten das andere nebendran machen. Boah, die gehen ganz schön langsam. So, und die waren dann mit 4 gibt dann die versenkten Ziegel. Schmelzereibauer. Wir sind einfach so gut. Ich seht schon. Das wird alles nicht reichen. Wir haben gerade mal 11. Ich habe schon eine Idee. Wir machen in der Schmiede nebendran auch eine Reihe vier Öfen oder sowas, dass wir hingehen können. Und wir machen die optisch schön mit Steinstairs und sowas. Lasst uns mal gerade gucken, ob wir Materialien haben, um das Gebäude zu bauen. Wenn wir das wirklich aus den dunklen Ziegeln bauen, könnte das eine sehr teure Angelegenheit werden. Was ist denn mit dem Basalt? Was passiert, wenn man Basalt schüsselt? Basalt geschüsselt. Gibt auch nur den hellen Stein. Das gefällt mir halt alles nicht. Ich will halt schon, dass es was anderes ist. Was gibt denn? Kann man den versenkten Ziegel schüsseln? Nee, leider nicht. Das kann auch weg. Was habe ich da für ein schwarzes Buch? Wieso habe ich denn die jetzt gekriegt, alle? Mächtige Schmelzerei. Wir brauchen das Buch gar nicht zu bauen. Wir haben das jetzt bekommen. Yeah! Wir gehen schlafen. Aber man wäre so aufgeregt, man könnte gar nicht schlafen. Man müsste jetzt erstmal in das Büchlein reinschauen, ein bisschen schmökern. Aber wir schlafen. Wir können gut schlafen und wir kommen morgens nicht mehr aufs Klo. Also wir haben definitiv irgendwas für unsere Harnblase getan oder für die Verdauung. Weil vorher sind wir immer nebendran im Badezimmer gespawnt. Ich denke, dass die Tapete an der Wand, die Fliesen, dass sie das jetzt verhindern. So, dann lass uns mal in das andere Buch reinschauen. Ich brauche Platz im Inventar. Ich brauche Platz. Ja, ganz ehrlich. Ich muss jetzt gerade keine Schafe scheren. Ich brauche jetzt auch gerade keinen Eimer. Wobei für die Schmelze brauchen wir dann schon wieder einen Eimer. Was wollte ich jetzt noch? Die Schere wollte ich gerade reinmachen. Das lassen wir mal. Hier kommen die Lampen noch rein. Dann schauen wir mal rein. Die Bücher haben wir gelesen. Wie sieht es denn hier aus jetzt? Band 3. Was mit Band 2? Ach, das... Schmelzerei, wo ist ein Band 2? Materialien. Pickaxe ist ein Basic Mining Tool. Pickaxe Head, genau, man kann die aus einzelnen Teilen halt zusammenbauen. Effekt, Precision Effektiv und Dirt Sand Gravel Crafting Teile. Das ist halt geil, man kann die auch hier aus Einzelteilen sich dann bauen. Das ist halt richtig, richtig geil.
Breitschwert, hier, Rapier, Langschwert und sowas. Wir werden uns so geile Waffen damit bauen. Hier, Bratpfanne. Ein Dolch. Ein Kampfschild. Ein großer Schüssel. Hammer. Eine Sense. Cleaver. Eine Battle Axe. Shortbow. Wood Iron. Gut, kennen wir ja alles. Das ist die Materialien halt. Man kann wirklich Kaktus scherben. Ich stelle mir so Kaktus nicht so gerade so gut vor. Obsidian, Knochenmehl, Aluminiumbarren, Netherstein, Blauschleimkristall, Schleimkristalle, Paperstacks, Kobalt, Adit, Manililum, Kupfer, Stahl, Bronze, Schweineblöcke, Schweineeisenbarren. Was ist das denn, bitteschön? Ach Mist, ich habe jetzt ein Problem mit meinen... Meine Screenshots sind mit... Nee, doch, das ist okay. Warum lässt sich gerade was nicht... Warum lässt sich meine Dings nicht ausschalten? Ah, weil ich das Buch dann nicht öffnen kann. Verstehe. Das ist ja geil. War da hinten noch irgendwas? Schweineeisenbarren ist der letzte oder was? Was kann man bitte schön aus Schweinen herstellen? Ah, hier, schaut mal. Was man hier alles noch bauen kann. Hier, da gibt es so geile Sachen. Aber wir, was hat es für ein goldener Kopf gewesen? Das ist mir egal. Interessiert uns erstmal nicht, weil wir wollen das erstmal nicht machen. Wir wollen ja erstmal hier die mächtige Schmelze. Das brauchen wir. Mighty Smelting by Trollmorgon. To the world Metalcraft. Also willkommen zur Welt des Eisen, der Eisenverarbeitung. Within these pages you will learn the secrets of crafting. In diesen Seiten wirst du die Geheimnisse über seltene und gewöhnliche und benutzbare Materialien und Metalle finden. Ja, du wirst lernen, wie du was zaubern kannst, vom weichen Eisen bis hin zum härtesten Manilium, was auch immer das für ein Material ist. Main structure for melting metals is called smeltery. The smeltery function as a large liquid tank. Genau, wir müssen euch diesen Tank bauen. Okay, mixed or two materials. Smeltery Controller, Seared Tank, Bricks, any combination of 10 Seared Bricks. Ein Faucet brauchen wir noch, das ist der Ausfluss dafür. Boah, ist jetzt spannend. Begin Construction of Laying. Also wir brauchen 3x3 Bed of Seared Bricks. Okay, leave any space above these Bricks open, also oben drüber offen lassen. As shall place the controller on layer up, also der Controller muss eins höher. Und the Lava Tank anywhere on the same level. Okay, der Lava-Tank muss auf den gleichen Bereich wie der Controller. Fill the rest of the space with seared bricks. Okay, den Rest auffüllen mit diesen schwarzen Ziegeln. Lava-Tanks or drain as you like. Okay, the small ends of drain should be facing the outside. Genau, also die kleinen Enden von den Ausflüssen müssen nach außen zeigen. Wenn du erfolgreich bist, der Controller will light up and start working. Ah, wenn wir das richtig gebaut haben, dann geht der Controller automatisch an und fängt an zu leuchten und fängt an zu arbeiten. Wir müssen den Tank mit Lava füllen. Die Smeltery mit Metall und wir legen los. The structure must be 5x5 Shell, richtig. To the amount of heat lava gives off there no vertical restriction of the size of the smeltery. Okay. Will hold more metal, of course, and the controller can be on one level, on any level, as long as there is a lava tank to match. Also muss immer, man kann verschiedene Level innen drin von den Höhen machen, aber es muss immer der Controller muss mit dem Lava-Tank zusammen sein. When you are ready to pour liquid metal from the smeltery, put a faucet on the drain. Okay, klar, da macht man eine Dingsform drunter, wo es reinläuft und sowas, ja. Casting Table muss unten drunter sein. Also müssen wir uns überlegen, wir brauchen Casting Table, wir brauchen die Form oben drauf und müssten eigentlich den Drain auf die dritte Ebene machen. Oder Liquid Removal Objects will work. Oder wir machen das mit Stufen neben, ein bisschen niedriger, können wir auch machen. Was alle flüssigen Removal, entfernbaren Objekte will funktionieren, but found upon an example picture as provided. Ach cool. Genau. So machen wir es aber nicht. Wir werden die höher setzen. Warte, wir setzen die und müssen unsere ganze Schmiede außenrum eins runtersetzen. Also hier schaut mal. Hier ist der Tank innen drin. Hier ist der Lavatank. Hier ist das Behältnis. Und hier ist der Ausfluss. Ah cool. Man kann hier Legierungen machen. Das ist auch geil, oder? Man kann nämlich Bronze machen. Aus Kupfer und Blei. Blech. Tin. Tin ist Blech oder Blei? Lead ist Blei. Das ist Blech. Aluminium Brass made from geil. Die Schweinebarren. Aus Eisen und Blut. Blood. Damage entities. Liquid Emeralds. Was ist der? Es sind few liquids that are gained through strange means. Currently known liquids are blood damaged entities in the smeltery.
liquefied emeralds, flüssige Smaragde. Down emeralds or villagers. Clue, melting down horses in the smell. Da kann man Pferde einschmelzen und sowas mit dem Kleber oder was. Keller im Raum, wozu man da alles hinbaut. Was? Keller im Raum dazu. Ja, ich will das ja eben nicht im Keller unten hinmachen. Ich will das eigentlich, dass es draußen die. Ja, ist natürlich geil im Keller, ja. Das passt in so einem Schloss unten halt auch richtig rein. Aber Endermaterials, was kann man noch machen? Was ist noch hier? Genau, dann wird es reingegossen in diese Form. Wir müssen den Tisch auf jeden Fall hinmachen. Das ist schon geil. Ah, okay, die müssen wir bauen, die Sachen. Aber als allererstes brauchen wir unten die Blöcke. Ja. Ja, wie geil ist das denn, Leute? Das wäre richtig, richtig geil. Die Nati hat natürlich recht. Man könnte das super geil im Keller hinmachen. Ich meine, das ist ja unser Haus, aber wir haben draußen die Pferde. Also hier unten und sowas wäre ja auch cool Platz für so eine Schmiede, ja. Sieht man diese Baumaschinen echt nicht aus? Ja, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hingehe und ich habe jetzt draußen die Stallung und es ist ja eine Schmiede, auch quasi für Hufeisen herzustellen, wenn wir es mal so in der, dann würden uns Monster nicht auf den Geist gehen. Aber ich habe eigentlich den Bereich hier hinten gebaut, um ein kleines Schmiedehaus hinzubauen. Würde ich ganz geil finden, wenn wir das hier draußen hin machen, wenn ich ehrlich bin. Unten im Keller ist natürlich cool, aber man kommt hier rein und hat optisch direkt diese Schmiede. Ich würde die gerne hier hinbauen. Und zwar würde ich ganz gerne innen drin, hier, wir können ja schon mal diese 3x3 Fläche hier hinmachen. Beziehungsweise müssen wir jetzt mal vorsichtig sein. Wenn wir die jetzt hier hinmachen, dann kommen nämlich hier Wände drauf, hier kommen Wände drauf, dann ist es doch wieder in dem Gebäude drin. Wieso brauchen wir denn viel Platz? So groß ist die nicht, die ist 5x5 groß, oder? 5x5 großen auf der einen Seite, wo man es rausfließen lässt. Und da liege ich dann noch irgendwie falsch. Schau mal, wenn wir jetzt hier 5x5, das wäre bis hier. Wenn wir das Ganze noch in ein Gebäude reinpacken hier, würden hier ein Gebäude hinmachen und auf der linken Seite kann es ja ruhig länger sein, das Gebäude. Dann würden wir auf der linken Seite 3 Auslässe hinmachen. Von vorne kann man die befüllen, würden wir, was ich, Lava-Controller hinmachen, Lava-Tank in diesem Bereich, halt ein bisschen höher. Und links neben die Ausflüsse. Und da habe ich irgendwas vergessen. Nati, verbessere mich, wenn ich jetzt irgendwo mit irgendwas falsch liege. Ich würde aber gerne das Gebäude. Ist halt noch die Frage, setze ich Wände außen rum oder sage ich mir, okay, hier die Ziegel, man sieht sie sowieso nicht und sowas, dann ist es schon okay für diese Schmiede. Und das Dach oben überlappen, dann ist es okay. Ist halt nur die Frage, oder ob ich das Ganze halt dann quasi die Fläche schon mal so hier quasi hinsetze. So, dass das innen drin die Grundfläche ist. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze einzufassen. Muss ich von rechts und von hinten an das Ding ran? Ich hätte jetzt mal gesagt, nein. Dann hätten wir hier. Komm, Natyang, sag was. Wir können sie ja gleich wieder wegkloppen. Die kriegen wir ja wieder, die. Genau. Normal nur von vorne und von links, gell? Also von daher ist es doch gar nicht verkehrt, wenn wir sie hierhin machen. Ich würde ganz gerne, passt auf, wenn wir das Gebäude von der Schmiede, wir kommen bis nach hier vorne. Man kommt immer noch an der Burg ganz gut vorbei. Was, wenn wir den Stall doch dahinter machen und würden hier neben noch, ich will ganz gerne halt in der Schmiede noch weitere Öfen reinmachen. Aber ganz ehrlich, komm, dann klatschen wir die hier innen drin direkt an die Wand, oder? Da haben wir Platz gewonnen. Wieso habe ich denn jetzt schon einen Zombie gehört? Hm. Komm, die kommt hier hin. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir werden mit dem Schmelzen anfangen in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.